Come here now, girl. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bad Wars 8x1. Ist auch lang wieder her, ich hab schon fast wieder 4x2 gesagt, Alter. Auf jeden Fall gut Luck, Schwedifiziert spielt auch mit, hat er gesagt. Kann er von mir aus gerne machen. Ich wollte heute ein kleines Thema ansprechen, und zwar, vielleicht hat ja der ein oder andere von euch gemerkt, dass ich dieses Wochenende kein Video hochgeladen habe. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwie keinen Bock mehr drauf habe oder sonstiges, irgend so ähnliche Scheiße. Wir müssen hier kurz die Gegner checken. Sondern es liegt einfach daran, dass ich nicht da war. Ich war mal wieder weg. Mal wieder weg, ne? Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen auf den da. Und zwar, ich war halt wieder mit zwei Kumpels, waren wir ein bisschen Motorrad fahren. Diesmal ging es so nach München, nach Innsbruck und dann wieder zurück in die Schweiz. Ich habe gerade übel die Lecks auf einmal gehabt. Keine Ahnung, was es war. Aber ja, auf jeden Fall, wir sind so die ganze Zeit irgendwie fast durchgefahren. Ich habe jetzt auch nicht einen Vlog gemacht oder sowas. Hatte ich auch nicht so Lust drauf, gerade ehrlich gesagt. Ich wollte einfach mal ein bisschen die Zeit genießen, sage ich mal. Das war eigentlich ein ganz tolles Abenteuer, sage ich mal. Es war einfach nur, das Ding ist, Leute, es ist November, ne? Es war verdammte Scheiße, richtig kalt. Wir haben Zelt gepennt, ne? Weil broke for life, wir haben kein Geld. Also wir haben im Zelt gepennt und ja, das war eiskalt. Ist ja auch irgendwie klar. GG. Den haben wir erstmal. Ja, im Zelt gepennt, also sprich, wir sind so vielleicht nachts um, was war das, ich schätze mal so gegen 2 Uhr oder so, sind wir vielleicht schlafen gegangen, irgendwann wieder auf dem Parkplatz oder so, ne? Und dann, es war halt richtig kalt. Ich weiß nicht, ob es Minustemperaturen waren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ein Kumpel von mir hatte keinen Schlafsack dabei. War auch richtig nice, Alter. Wir haben alles so gefroren. Gepennt habe ich jetzt vielleicht höchstens 2 Stunden oder so. Mehr auch nicht. Und danach, am nächsten Tag, mussten wir ja wieder nach Innsbruck fahren. Was auch nochmal ein rechtes Stück ist. Sind auch nochmal ein paar Stunden gefahren. Und ich war einfach so hart im Arsch, Alter. Das glaubst du gar nicht. Easy, Alter, was ist denn los mit den Leuten? Ach Mann. Ja, ich war auf jeden Fall hart im Arsch. Ich bin jetzt auch ein bisschen erkältet. Vielleicht hört man das, ich weiß nicht, so schlimm ist es gerade nicht, aber ich merke auf jeden Fall, wie ich gerade einfach ein bisschen Halsschmerzen kriege und sowas. Also falls die Tage vielleicht ein, zwei Mal kein Video kommt, dann ist es wahrscheinlich, weil ich krank bin. Ich werde aber trotzdem natürlich versuchen, was zu machen. Ihr kennt mich. Ich habe ja trotzdem Bock drauf. Nur wegen ein bisschen Krankheit lasse ich mich nicht aufhalten, ne? Das war auf jeden Fall der kleine Trip. So gegen den Schluss hat es auch richtig noch angefangen zu regnen und alles. Es war richtig behindert, Alter. Und ey, stimmt, was ich noch erzählen wollte. Ach komm, du Hurensohn, Alter, komm jetzt einfach mal. Ist das denn ernst? Ja, auf jeden Fall in Innsbruck, Leute, ne? Wir sind dahin gefahren, hatten natürlich, also es ist so, wir hatten zwei Motorräder, mein Kumpel und ich sind gefahren, der eine ist einfach so abwechslungsweise bei uns beiden hinten drauf mitgefahren, ne? Auf jeden Fall, wir waren in Innsbruck, haben gesagt, so ja, treffen wir uns da Innsbruck Zentrum. Wir hatten beide keine Ahnung eigentlich, wo das ist, wir haben es einfach irgendwie versucht, dahin zu kommen. Ich habe es dann irgendwie wohl zum Bahnhof geschafft, ich hatte... Das muss ich auch erwähnen, ich hatte kein Navi. Mein Kumpel hat das Navi. Er hat alles eingestellt und ich fahre dann meistens hinterher oder ja, versuche mich irgendwie zurechtzufinden. Irgendwie so. Und eben, ich hatte halt kein Navi. Ich hatte keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe nur gesehen, Bahnhof, alles klar, safe, könnten wir uns da vielleicht treffen. Das Ding ist aber, mein Kumpel hat eine andere Ausfahrt genommen von der Autobahn. Sprich, wir sind nicht am selben Ort. Und ich hatte... Also ich dachte mir so, okay, ich kann ihn kurz anrufen. Ist zwar ein bisschen teuer im Ausland, aber ich meine, dafür sehen wir es wieder. Das Ding ist, ich habe die ganze Zeit mit dem Handy Musik gehört. Und als ich das Handy hervornehmen wollte, um ihn anzurufen, ist es abgestürzt, weil ich keinen Akku mehr hatte.
Natürlich war mein Zusatzakku auch nicht in dem Rucksack, wo ich gerade dabei hatte, sondern in dem anderen. Sprich, ich hatte einfach scheiße normal keinen Akku. Ich konnte niemanden anrufen, nix. Da bin ich ernsthaft. Ich war ja am Bahnhof, ne, da waren Taxis. Ich dachte mir so, ja Digga, die müssen doch safe auch immer ihr Handy laden. Also bin ich von Taxi zu Taxi gegangen. Jeden Hurensohn da gefragt, ob ich vielleicht kurz mein Handy aufladen darf bei dem. Der eine hatte dann irgendwie nur ein Samsung oder so, ich habe ja iPhone, und auf einmal kam der eine Junge, also der Typ da, der hatte auch iPhone, bla bla. Okay, dachte ich mir, safe, kann ich mein Handy aufladen. Aber ich weiß nicht warum, aber das hat nicht geladen. Mein Handy hat nicht aufgeladen. Ich habe keine Ahnung wieso. Das wollte einfach nicht. Ach du Hurensohn. Naja. Auf jeden Fall, das hat er nicht aufgeladen. Ich dachte mir so, Digga, was mache ich jetzt? Ich dachte schon fast irgendwie, ich muss jetzt halt ohne Navi irgendwie versuchen, einfach nach Hause zu kommen. Was auch ein bisschen schwer gewesen wäre, ehrlich gesagt. Aber dann dachte ich mir halt, ja, versuch's es wenigstens. Gehst du mal zurück Richtung Autobahn, dann vielleicht irgendwie Richtung Schweiz. Also wollte ich umdrehen. Das heißt, ich muss halt noch kurz in die andere Richtung, um dann da irgendwie wenden zu können auf der Straße, weil es ja nicht immer so gut geht. Und dann, ja, wollte ich da umdrehen. Meine Kumpels haben gesagt halt, die wollen unbedingt zu Primark. Ich dachte mir, okay. Dann sehe ich so, vorne sehe ich einfach den Primark auf einmal. Ich muss sagen, Digga, wenn die jetzt da sind, Alter, haben sie wieder gefunden, der war richtig heftig. Das war ein richtiger Zufall, dass ich, also ich habe da noch, stimmt, ich habe die falsche Straße genommen, ich habe falsch abgebogen, sonst wäre ich halt nicht umgedreht zur Autobahn. Das heißt, es war richtig close. Ich hatte richtig Glück, dass ich da noch falsch gefahren bin. Auf jeden Fall gehe ich zu Primark, stelle meinen Motorrad da ab, lauf mal zum Haupteingang, da sehe ich die einfach da vorne stehen, Alter. Leute, ihr glaubt nicht, wie fucking erleichtert ich war, als ich die wieder gesehen habe. Ich habe echt gedacht, ich muss jetzt die ganze Scheißreise einfach alleine nach Hause fahren. Ich hatte nicht mal viel Geld dabei, weil ich brauchte auch noch Benzin und alles so, ne? Ich weiß nicht, ob das Geld gereicht hätte. Ich hätte irgendwas versuchen müssen, irgendwie da nach Hause zu kommen. War auf jeden Fall richtig Abenteuer, war richtig ein Stressmoment. Aber zum guten Glück ist alles gut gegangen, wir haben uns wiedergefunden. Das war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis, also sprich toll, ja, wie soll ich sagen. War ein bisschen Action, ne? Also wir gehen jetzt mal hier noch auf Schwedifiziert, dann sollen wir es das auch haben. GG, hast du mein Bett oder was? Achso, okay. Nice. Erste Runde, Leute, das ist safe, meine erste Runde, und ich gewinne gleich, oder was? Alles klar. Ich habe auch mal verloren. Alles klar. Ich gebe jetzt erstmal kurz hier ein bisschen Full Equip. Naja, was ich noch erzählen wollte, was gab es noch? Stimmt, beim Nachhausefahren hat es scheiße nochmal geregnet. Es war scheiße kalt, meine Finger waren original, die waren blau. Also vor allem die Fingernägel, die waren echt blau angelaufen, weil es so scheiße kalt war. Das glaubst du gar nicht. Und ja, dann mussten wir uns ab und zu mal ein bisschen am Auspuff vom Motorrad ein bisschen aufwärmen. Ach du Hurensohn! Meine Fresse, schwitzt doch nicht so! Auf jeden Fall beim Auspuff konnte man die Handschuhe ein bisschen aufwärmen und alles. Aber am Schluss, es war echt behindert scheiße, alles war safe so. So, nach Hause gekommen bin ich schon nach morgens um 5 oder so. Also gestern Sonntag morgen um 5, ja, das sollte hinkommen. Und ja, also ich meine, wie gesagt, meine Hände sind, ja, sind erstens mal eingeschlafen. Die sind eingefroren. Und ich war einfach richtig am Arsch, Alter. Als ob. Als ob der da doch überlebt hat. Mann. Ich will es nicht gegen den Lappen doch verlieren.
Na komm doch jetzt. Komm doch einfach. Vercamp dich nicht. Ah, Junge. Ja, Leute, auf jeden Fall, es war ein nices Erlebnis. Es war scheiße kalt. Ich hatte echt langsam echt keinen Bock mehr nach Hause zu fahren. Bin froh, dass ich es irgendwie geschafft habe, heil zu Hause anzukommen. Es war echt ein bisschen kritisch, weil ich war scheiße müde. Ich hatte ja so gut wie nichts gepennt. Und ja, so auf der Autobahn zu fahren und du siehst einfach nichts, weil es so scheiße, aber erstmal kalt ist, es ist scheiße dunkel und alles. Ja, du Hurensohn, mal was ist los? Ich hab jetzt langsam keinen Bock mehr drauf. Komm einfach mal hin und gut ist. Ja, komm jetzt aber. Komm. So, jetzt habe ich dich endlich. GG auf jeden Fall. 3 Kills, 4 Betten in 11 Minuten, Leute. Ich habe meine First Round 8-1 habe ich erfolgreich gewonnen. Auf jeden Fall nice, Leute. Und ich habe euch erzählt, was ich wollte. Habe ich mein Ziel auch noch erreicht. Muss noch mal kurz auf. Alles klar, dann ciao. Und Leute, ich hoffe natürlich, euch hat die Kacke wie immer gefallen. Ich werde versuchen natürlich jetzt wieder weiter Videos zu machen, täglich, bla bla. Aber nehmt mir nicht übel, falls doch mal eins nicht kommt, weil ich wirklich krank bin. Ich habe echt Kopfschmerzen und alles. Ich werde mich gleich wieder hinlegen ein bisschen. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns gerne morgen wieder um 18 Uhr. Haltet rein, Leute. Und ciao.